Ja, Gartenparadies Ranoldi Kirchplatz. Ich glaube, das Konzept bzw. der Begriff Paradies ist so ein bisschen angelehnt an das sogenannte Stadtparadies. Wir erinnern uns gut an den Ort und an den Aufbau zum Evangelischen Kirchentag, also ein wirklich toller Ort. Und dieser Ort soll jetzt in diesem Jahr erstmals für eine temporäre Gartenanlage genutzt werden, mehrere hundert Quadratmeter groß. Das wird das Grünflächenamt der Stadt errichten. Dort sollen verschiedene Themenwelten, unter anderem Gärtnern in der Großstadt, Duft- und Rosengärten, märchenhaftes Refugium, pflegeleicht und ästhetisch. Unter diesen Stichworten werden also verschiedene Variationen von Gartenanlagen dort vorgestellt. Auch Wasser soll eine Rolle spielen. Also insgesamt eine tolle Anlage, die Ausfluss ist der sogenannten Ad-hoc-Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt. Sie wissen, dass wir da vieles aufgesetzt haben. Der Rat der Stadt hat in dem ersten Quartal dort ein umfassendes Konzept mit vielen Maßnahmen beschlossen. Da gehört halt diese Maßnahme mit dazu, wie weitere Grünmaßnahmen, die noch folgen werden. Wir haben Ihnen eine recht umfangreiche Pressemitteilung dazu vorgelegt. Ich möchte die jetzt gar nicht weiter vorlesen daraus, sondern nehmen Sie mal die wichtigen Dinge daraus. Ich würde einen Absatz aber vorlesen, der, wie ich finde, so ziemlich beschreibt, was da passiert. Da heißt es nämlich über das Gartenparadies oder das Gartenparadies Ranoldi-Kirchplatz: eine kleine Oase des Wohlfühlens, die das Auge erfreut, zur Ruhe kommen lässt und an sehr warmen Sommertagen eine kühlende Umgebung bietet. Es werden unterschiedliche Gärten auf kleinem Raum gezeigt. Sie sollen inspirieren, eigene grüne Oasen zu entwickeln. Dafür erhalten Sie Anleitungen. Für jede Fläche in unserer Stadt gibt es passende Pflanzen, um die man sich mal mehr oder mal weniger kümmern muss. Also das ist sozusagen der Anreiz, ne, über diesen Garten auch selbst ans Gärtnern zu kommen und etwas für die Stadt zu tun, für sich zu tun. Und dazu soll dieser Pocket Park oder dieses Gartenparadies entsprechend animieren. Wir werden über die konkreten Inhalte noch mal reden. Der Aufbau beginnt jetzt. Deshalb, wenn Sie sich wundern, warum südlich der Ranoldikirche plötzlich Fahrzeugbewegungen stattfinden, dann ist das der Anlass. Der Aufbau beginnt und wir haben vor, voraussichtlich am 11. Juni noch mal vor Ort dann auch den fertigen Garten zu präsentieren. Im kleinen Medientermin, da würden wir Sie noch mal eigens zu einladen. Vielen Dank.